ist ja so, dass es gibt unterschiedliche Meinungen, die der Chat mir gesagt hat. Einerseits einfach YOLO upgraden und beten und hoffen, dass es so hoch wie möglich wird. Deswegen habe ich jetzt hier gestoppt, wegen Prozentzahl, war noch 48. Helm, Schuhe und Handschuhe. Andere Meinung, ich soll warten, dass diese Uhr da ist, damit ich die Upgrade-Chance fair auf 100% bringen kann, dass ich das hier so hoch wie möglich kriege. Hey Kampfkeks, was geht? Der wie viel der Kaffee ist heute schon drin? Ist viel wichtiger. Bis dann, Chaos Pete. Okay, also fangen wir an. Ziel, wenn es geht, heute mehr Attributpunkte zu bekommen, 42 zu werden, das neue Schild zu kriegen und vielleicht schaffe ich es mal heute, dass ich alles schaffe. Das heißt, alle Dailies, das habe ich ja schon geschafft, die ganzen Quests plus die ganzen Verlies-Dinger da, die vier. Und dann kann man vielleicht grinden. Also noch nie geschafft, alles zu machen. Ich laber viel, ich quatsche, ich mach viel und entspanne so ein bisschen beim Spielen, das passt schon. Irgendwas passiert, wenn du dich auf den Stuhl setzt, ich weiß aber nicht was. Hinsetzen erhöht die AP-Erholung, ja nur die AP-Erholung. Das mit dem schneller Heilen ist halt schon so doof, ne? Du machst irgendwelche Kämpfe. Und dann musst du halt warten, besonders im Trainingsplatz oder Übungsplatz, dann kriegst du da keine Heilung. Du musst halt selber den Trank nehmen. Also, ich habe noch nicht herausgefunden, wie du dich sonst schneller heilen kannst, außer mit dem Trank. Diese Atemdinger bekommst du immer, wenn du da, wo der Boss ist, in der Region die Mobs tötest. Und dann droppen die. Wir haben schon ein bis zwei Stunden es probiert. Wir mussten irgendwie 8 Atem holen. In ein bis zwei Stunden mit diesem Lorbeerkranz-Siegen haben wir eine Sache bekommen. Ich glaube, wir waren zu dritt oder zu viert in der Gruppe. Also, ich würde euch empfehlen, diese scheiß Atemquest nicht anzunehmen. Einfach egal. Weil Questbriefe verschwendet und dann kann man die Scheiße nicht machen. Ich hatte 7 Stück angenommen. Weil ich nicht wusste, dass man nur Begrenzer nehmen kann. Ich bin einfach zum Questbot, habe gedrückt, F-Klick, alles angenommen. Später gemerkt, sinnlos. Okay, dann achso, machen wir mal an mit so einer Kleinigkeit. Ich würde empfehlen, was ich jetzt mache, ist meistens die Quest, damit ich diese Dinger hier bekomme. Die Jagdquest hat mir ja auch Mister gesagt, ist ganz okay. Ich mache die Jagdquest, dann bekomme ich die Teile, kann meine Sachen hier alle freischalten. Und dann passt das schon. Oder schaut, was für Mats ihr bei den Quests bekommt und macht die halt. Ja, du tust die Samen einpflanzen und dann wächst da was. Enzian, Bäume, dann kannst du auch so blaue Samen einpflanzen, dann kannst du zu so gewissen Portalen Erze einsammeln oder Schätze oder sowas. Hier hast du Erz drin. Genau das mit Dimensionen zu übergehen. Du sagst es. Mhm. Die habe ich aber gerade jetzt nicht, das sind die da. Ich pflanze einfach alles und hebe alles auf und fertig. Ja. Kann hier nichts mehr machen. Wozu ich auch immer diese Sachen brauche hier alle. Macht das Kampfkeks Beste. Das ist aber schon krass. Ich habe es gelesen hier vor 10 Minuten. Also sind es jetzt 3. Du hast in 10 Minuten dir 3 Kaffee gegönnt? The fuck? Ich habe es gelesen und konnte es gar nicht kommentieren, weil ich einfach nur hier Facepalm war. Ja, Mistner, das ist krass mit dem Ding, ne? 4 Uhr pro Upgrade. Da bekommt man nicht so viele. Aber der Kollege, der
uns gesagt hat, er hat das auch so gemacht und er hatte mit Level 30 oder mit 35 halt höheres Gear als ich jetzt. Ja, Kampfkick säuft da 8-9 Kaffee am Tag. Da weiß ich aber auch nicht, ob das so geil ist, was das für den Puls oder für den Kreislauf angeht. Aber wenn es dir gut geht, dann ja. Alter, also, aber was für Kaffee ist denn das? 23. Kaffee ist gesund, aber es ist alles in Massen ungesund. Hä? Selbst Kaffee. Kriegst du Herzrasen. Doch am Saufen einander. Aber ich sag mal immer, besser Kaffee als scheiß Alkohol hier reinzuzischen den ganzen Tag. Stell mal vor, statt 23 Kaffee haust du dir 23 Bier rein. Da würde ich, glaube ich, gar nicht mit dir reden. Sich Substanz in einer gewissen Maßen zu sich nimmt. Ja, weiß ich ja, hey, das denke ich mir, aber die Zahl 23 ist doch, ich weiß nicht, ist das nicht ein bisschen hoch? Ist das nicht, also, wenn man 2, 3, 4 Käffchen trinkt, vielleicht 10, aber 23 ist schon ultra. Ich find das wild. Ich selber trinke eh keinen, für mich ist das scheißegal. Also, ich trinke keinen, ich trinke hier, wenn ich hier ein bisschen Koffein brauche, ein bisschen Spezi. Bei mir ist es halt so, ich kann es in Mana immer sagen. Wenn ich einen Tag über ungefähr 40 Mana habe, ne, dann trinke ich ein Käffchen oder nimm irgendwas Starkes mit Koffein zu mir, habe ich kurz 50 Mana und bin nach einer Stunde auf 20. Dann bin ich voll im Arsch. Wenn ich nur so ein bisschen Koffein trinke, wie zum Beispiel von der Spezi oder sowas, dann tue ich schön, oder gar nicht, tue ich schön langsam diese 40 Mana so verbrauchen. 40, 35, 30 und so weiter. Aber mit einem Koffein-Push, eine Stunde fühle ich mich geil, nach einer Stunde bin ich tot, ist die ganze Kraft weg. Wir unterstützen keine kaffeesüchtigen Kampfkeks, Entschuldigung. Nächste Frage. Okay, dann kein Plan. Mir reichen ein bis zwei Tassen am Morgen und vielleicht Abend, wenn ich Spätschicht habe. Genau, das ist ja entspannt. Das klingt ja ganz gut. Das ist ja okay. Ich bin trocken Alkoholiker, jeden Tag Bier ist echt böse. Ja. Ja, ich weiß ja nicht, wenn man so ein Feierabendbierchen trinkt, ich weiß nicht, ob das okay ist. Keine Ahnung, das ist halt normal in unserer Gesellschaft. Ich rede halt von dem übermäßigen Saufen, wo man dann sich und seine Umgebung gefährdet und Blödsinn macht. Das feiere ich nicht. Alles andere können die Leute machen, was sie wollen, das hilft mir nicht. Solange man sich nicht selbst oder um sich herum die Leute gefährdet oder blöd behandelt oder wie auch immer, ne? So kann man eigentlich alles machen. Ich probier mal, ob du überhaupt einen Char erstellen kannst, auf Adromeda Kampf gegen. Dann kannst du natürlich mitmachen, klar. Das muss ich mir anhören. Ist das jetzt wirklich so, Legalisierung von Weed? Ich habe noch nie sowas mit dem Zeug zu tun, aber ich habe nur CBD-Öl genommen gegen meine Sachen mit den Füßen und sowas, aber hilft nicht so wirklich viel. Viele sagen mir, dass das mir sogar helfen könnte, was meine Füße angeht, wegen der Entzündung, wegen dem ganzen Stuff, den ich habe. Habe ich aber noch nie irgendwas mit am Hut gehabt, außer so dieses Öl, was es frei zu kaufen gibt, aber auch fucking teuer ist und ich kann mir das auch alles nicht holen wegen den Preisen. Ach, schon so weit oder was? Vorschläge noch Bundestag, okay, nice. Also ich weiß es nicht, du. Ich habe mit so einem Stuff eigentlich kaum was zu tun, muss ich ehrlich sagen. Moin, Valin. Ist deaktiviert, gell, Andromeda. Ist halt der erste Server. Und das ist halt so eine Sache. Wir haben halt den Char erstellt, als es nur den Server gab. Und mal gucken. Vielleicht wird es ja wieder aktiviert oder so, aber... Aber das, wenn du so ein Ding da bekommst, müsste man auf 33 kommen. Also du müsstest dann, also diese 20 meine ich die hier. Warte, bis ich hier so... Die da. Also... Du musst halt diese Steine machen. Du musst diese Steine machen und musst versuchen, dass dein Gear diese Farbe hat und du musst tauschen die Sockelplätze in der richtigen Farbe. Was du Bock hast, Kampfkeks.
gibt. Ich weiß gar nicht, ob es einen Kaffeeator gibt. Stufe 2 Angeln habe ich auch geschafft. Es gibt sogar eine Quest, dass du Stufe 2 Fische angeln musst. Dann musst du erst Stufe 1 abschließen, dann kommt Stufe 2. Denke ich mir mit deinem Kaffee-Ding. Okay. Wir gehen jetzt raus. Aus dem Haus. Und machen, fangen mit den Dailies an. Oh, jetzt. Hey, immer wenn ich irgendwas machen will, kommt irgendwas, wo ich hier wieder rausnehmen kann. Meine Tasche wird voll. Da, hier, nächste Uhr. Zu dir passt sicher ein Assassin. Ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist. Oder eher ein Diss. Da bin ich mir noch nicht sicher. Ja, hast du denn Bock, noch ein Kanonier zu spielen? Dann fällt der schon mal weg. Boah, wieder so viel Platz hier. Sind Server gebunden, ja. So wie ich es mitbekommen habe. Du kannst halt nicht irgendwie hin und her wurschteln mit den Chars. Mal Augen zugemacht, random Wing klickt. Ach du Scheiße. Echt jetzt? Hast du es echt so komisch gemacht oder was? Okay. Also das mit dieser Uhr und dem Warten weiß ich nicht genau. Aber ich habe jetzt so viel Stuff in der Tasche und es wird von Tag zu Tag immer mehr. Und ich komme da nicht mehr zurecht. Ich weiß, ich muss Sachen vielleicht kaputt machen oder aufmachen, aber es ist hier, also das ist einfach wild, sage ich euch. War wild. Warum kann man nur 3 Runen reinpacken? Ich dachte, die Nebenhand mit 42 hat auch 6 Runen. Genau, alles Platz aus allen Nähten, ja. Bauen die doch um? Wie umbauen? Ja, dann veränder das schnell hier, Kampfkeks. Help! Help! Entschuldigung, einfach gigantisch. 2,5 Stunden habe ich gebastelt an ihr, hat dann irgendwann keinen Bock mehr. Ich kann sowas einfach nicht. Ich hab mir das ganz anders vorgestellt, aber ich habe es halt einfach aufgehört dann. Gar keinen Bock mehr gehabt. Da, das ist mein Traum-Equipment. Ich bin gestern, glaube ich, 6-mal gestorben. Ich musste Quests machen bei so komischen Drachen. Ich habe halt viel zu low Gear, was mein Level angeht. Danke dir, Kathi. Ja, bei mir ist halt so. Soll ich jetzt das Gear upgraden, YOLO, und verlieren? Oder soll ich warten, bis ich die Uhren habe? Aber die Uhren sind dann zu krass. Dauert ja ewig. Guten Morgen. So, na dann. Starten wir mal in den Tag hier. Also mein Item-Level ist jetzt 313. Und ich bin 41.
Und der Dude, der mir das erklärt oder gesagt hat, war schon mit Level 36 höher als ich. Genau, deswegen machen wir jetzt Dailies bis 42, dann bekommen wir die nächste Wachstum-Dinger, dann schauen wir mal. Ich habe ja die Wachstum-Quest habe ich erst gestern gemacht, ich habe die gar nicht gemacht. Ich hatte mal Level 20, Level 30, hier noch mit Level 40, habe die Wachstums-Quest gemacht, habe die Sachen bekommen, aber noch nicht fertig aufgewertet. Weil ich nicht weiß, ob ich einfach YOLO machen soll, aufwerten und beaten oder warten soll, dass ich die Uhren habe. Deswegen machen wir jetzt die Dailies, holen uns noch ein bisschen Stuff. Ohne Sicherung, ja. Ich glaube, ich mache auch einfach. Achso, ja, ist Gold oder was? Was kostet das Aufwerten? Ich habe jetzt alles Gold ausgegeben für das Haus ausbauen da. Für das Haus ausbauen da. Viel, okay, das ist die beste Angabe. Einfach viel. Man kennt's. Also zu viel für mich, willst du damit sagen, schätze ich mal. Ich habe jetzt 24.000 nach den letzten Aktivitäten. Das heißt, ich muss dann noch ein bisschen sparen. Also ich habe jetzt ausgegeben ein paar hunderttausend beim Haus. Dann habe ich gestern auch noch ein paar Runensteine aufgewertet hier. Zwei habe ich auf Stufe 4 geschafft. Ich brauche 7 von denen. 2 habe ich schon auf 4. Der dritte ist mir kaputt gegangen beim Aufwerten. Das passiert ja. Also auch umsonst ausgegeben das Ganze. Für was tut man sie denn dann nutzen, wenn man nicht für Quest... Achso, Quest-Gear. Kriege ich dann auch Besseres? Du musst die Fische einfach kaputt machen, also entzaubern. Und dann stacken sie. Ja, es sind viele Sachen, unlogisch halt. Ja, dann können wir ja das Gear gleich hier mit YOLO upgraden hier. Merke dir, dann hast du Pech. Manchmal stehst du auch ein paar Stunden da und droppt einen Atem. Droppt keinen Atem. Wir haben zu dritt oder zu viert gefarmt. Und... ich habe insgesamt 8 Atem gebraucht oder so. Wir haben in 2 Stunden oder 1,5 Stunden bloß einen Atem bekommen. Also sind diese Atemquests, würde ich einfach nicht empfehlen. Die sind halt zu langwierig und es lohnt sich nicht. Also, was meine Sicht angeht. Ne? Oder was du mir auch gesagt hast. Ja, guck ich mal, Weilen. Vielleicht mache ich das mit dem einfach aufwerten, YOLO, wie du gesagt hast. Klar, Sache. Also, schau. Hier, hat sich doch ein Char erstellt hier, Kampfkeks. Obwohl es locked ist, ne? Hat sich doch ein Char erstellt. Ich weiß nicht, muss ich dann eine spezielle Skillung haben für den Dungeon, dass ich tanke? Oder ist es scheißegal? Weil ich habe mich mit der Tank-Skillung nicht beschäftigt. Ich würde halt einfach keine andere Skillung nehmen, außer die ich habe. Keine Ahnung. Es gibt zwar, ich habe zwar AOE-Spot, aber es gibt auch Schildwurf, Schildschlag, wo ich noch mehr Spot habe, Agro habe, aber ich kann die nicht so, ich weiß nicht, ob ich das so umbauen kann mit den Punkten und alles. Also geht doch wieder Char erstellen. Vorhin stand noch Lock da. Kann man da durch? The fuck? Da wird Mana ausgesaugt.
Also, ich habe ja schon mal gesprochen mit dem Matze, der ja auch schon lange das Spiel spielt, auch auf Korea ein halbes Jahr gezockt hat. Es ist nicht ganz so klassische Tank-Highlight-DD-Verteilung, wie man so nimmt in WoW, sondern es macht ja jeder Schaden, es kann auch jeder so ein bisschen sich heilen und das ist nicht ganz so schlimm. Also, das kann man schon hinkriegen. Und ich habe ja auch nicht nur Sachen, wo ich Agro krieg. Genau, es bleibt auch, glaube ich, so ohne klasse Tanks gelungen. Bleibt doch so teilweise. Später hat er gesagt, in den höheren Sachen. Aber in den Anfangssachen ist nicht so schlimm. Genau, viel dodgen. Genau, also können wir mal anfangen und schauen. So. Ja, jetzt direkt, ich wollte noch ein paar Dinger hier machen, Axel. Bist du nachher noch da oder gehst du gleich? Weil ich wollte im Anfang ein bisschen die Dinger 42 vielleicht werden, mir das Schild holen oder so. Vielleicht werde ich ja zur Instanz hingeschickt auch. Ja, ich bin jetzt auch da. Also heute habe ich keine anderen. Ich muss doch noch ein bisschen Real-Life-Stuff klären. Vielleicht muss ich ab und zu AFK oder so. Und je nachdem, wie es mir halt geht, muss ich mich vielleicht mal so kurz hinlegen. Aber eigentlich ist der Tag... ist der Tag für... Elion geplant. Heute Morgen. Vielleicht kurz noch was anderes, ein, zwei Stündchen. Je nachdem. Aber... jo. Aber was heißt denn neue Spieler? Kampfkicks konnte sie ja auch. Vielleicht ganz neue Spieler? Wenn du noch nirgends einen Charakter hast oder was? Aktuell habe ich sie gemacht, Valen. Aber ich habe die erst mit 40 gemacht. Ich habe keine anderen mehr gerade. Mit 42 geht's weiter. Aber ja, ich habe die sehr spät gemacht, weil ich diese Quest dann nicht gesehen habe. Oder nicht wirklich aufgepasst und es nicht gewusst habe. Aber ihr müsst ja up to date sein gerade. Was ich jetzt hier damit gemeint habe. Da bin. Steht locked, aber geht trotzdem, genau, deswegen. Deswegen, ja. Ja genau, man kriegt, wenn man kann unendlich gehen, dann kriegt man viermal Loot. Meistens mache ich etwas und dann schickt mich genau der Questgeber dahin. Man kennt's. Ja, es gab halt zu unserer Zeit, als wir angefangen haben mit dem Spiel, gab es halt nur einen Server, ne? Da haben wir keine andere Wahl gehabt. Huch. Deswegen ist man jetzt halt dann getrennt, leider. Danke dir, Valen. Sind da noch mehr bei uns irgendwie schon Dingsbums? Was soll ich sagen? 40? Perfekt. So muss der Tag beginnen.
Was für Level hattest du den Kampf jetzt auf dem anderen Server? Weil du ja jetzt wieder angefangen hast hier, das ist ja auch doof. Ja genau, sie ist ja schon lange dabei, also sie schon von Anfang an. Ich glaube, man kriegt doch sogar, wenn man als Gilde reingeht, kriegt man sogar diese Sachen freigeschaltet, Irgendwas da, hatte ich wieder nicht voll gesehen. Ich vergessen was, irgendwas wieder. Oder geschaltet. Aber wir können auch so rein, egal. Können wir uns mal anschauen. Das ist natürlich das erste Mal das Spiel am Tag, so wirklich. Und ich genieße immer die Nacht, wenn ich quäschte und dann sind nicht so viele da. Kann man diese Fehlermeldung? Also können Sie Fehlermeldung nicht ausschalten? So wie in WoW ausschalten, dass man nicht da und sagt, you must have a certain amount of energy to use. Ich meine, ich weiß das, ich drücke aber trotzdem, was ich meine. Denn im Endeffekt drücke ich einfach, damit ich den Spell dann mache, aber ja, so wie jetzt zum Beispiel. Stamina-Ermahnung ist ja nicht so schlimm. Gut, ich kann ja alle 20 Sekunden sowieso AOE-Sport machen, von daher klappt das schon mit der Ini dann. Danke dir. Lavender Pumpkin. Moin. Ausgelaufen, meines Decks. Channels sind hier ganz normal die Ebenen, oder? Die so instanziert sind wir dann. Ich habe das ganz ausgemacht, dass man die anderen Spells gar nicht sieht. Da unten ist der Haken da, ne? Das war mir schon zu viel bei irgendwelchen Weltbossen, das ist gar nichts mehr gesehen. Müsste, glaube ich, dann reichen, oder? Wow, 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 wow. Wieder zu viel gepult, oder was? Ich brauche diese Fähigkeit hier ranholen, das kommt, töte jemand. Wow, 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 wow. Sehe nichts. Alter. Hast du denn auch die gleichen Mistei? Wie du willst, also wenn du nichts zu tun hast. Da glaube ich, war jetzt scheiß Elite dabei. Also, wenn Elite dabei ist und so viele Flechten, so muss man schon aufpassen. Ja. Und ich bin jetzt hier in der Zone, wo die selber angreifen. Seit gestern gibt es auch Zonen, da greifen sie selber an. Normalerweise immer 2 Stunden pullen hier. Ja, mit Level 8 glaube ich kannst du gar nichts. Da kommst du gar nicht hierher. Gönn dir erstmal einen Kaffee hier, auf entspannt. Ja, da freue ich mich auf diese Waffe hier mit Level 42. Mhm. Beethoven, moin. Was ist denn eigentlich hier dieses Dings da hier?
Ja, du hast ja auch das Problem mit dem Gear, ne? Hat doch gesagt, dass du jetzt stirbst. Hast du jetzt alle Dinger gemacht? Alle Waffenaufwertungs-Dingsbums? Ich bin jetzt dabei, meine Dailies zu machen. Ich will auf 42 jetzt kommen und da klappt es mit dem Daily schon ganz gut. Was ist denn das, Crispy? Hä? Was für ein Ding? Administrator. Okay, okay. Das heißt jetzt was? So, ich schaue, dass ich die Dailies mache. Vielleicht sind wir dann 42 und dann mal gucken, was die da... Was die Quests sagen. Nicht, dass ich irgendwas vorher wieder mache, dann nachher heißt es, mach genau das. Schon so oft gemacht, dann konnte, muss ich wieder warten, Level. Kein Problem, Crispy. Ich hoffe, wir können mit dem Passwort jetzt irgendwas anfangen hier. Das ist, war das eine Bitcoin-Überweisung, sagst du? Kurz vor Ende der Quest ausgepottert worden, weil mit so bestimmten Zeiten auf hat. Ach so. Oh. Meinst du, habe ich vergessen? Also ich habe eine Nebenhand mit irgendeiner Quest bekommen, aber die hatte nur zwei Runensteine. Meinst du vielleicht das? Okay, jetzt haben wir Passwort alle. Let's go. Action Jackson. Lila Gear für alle. Ich weiß gar nicht, ob man meine Spielzeit messen kann. Ich bin mehr am Rumstehen und Quatschen und Lesen von den Fähigkeiten und alles zu verstehen. Steht es irgendwo, wie viel Spielzeit man hat? Also, ich bin... eigentlich sehr, sehr schlecht im effektiv Spielen. Ich habe mir immer die Fähigkeiten durchgelesen, habe versucht zu kombinieren, habe hier versucht es zu verstehen, da versucht zu verstehen, da versucht zu verstehen. Also, weiß ich nicht genau. Also ich bin jetzt nicht so ein Vorbild, wo ich jetzt sage, dass man hier da, sich dann messen kann. Ja, und es werden halt Tag für Tag immer mehr Items. Das ist ja Wahnsinn. Besiege 2 von 80 Monster. What the fuck? Boah, ich muss gleich zumachen. Alexa? Wie viel Grad hat es in München? Was ist denn mit dir heute? Alexa? Wie viel Grad hat es in München? Im Augenblick liegt die Temperatur in München, Bayern bei 1 Grad Celsius. Heute wird eine Höchsttemperatur von 12 Grad erwartet. Viel zu heiß. Hab heute einen schönen Tag. Dankeschön, wünsche ich dir auch, Alexa. Wow. Grüß dich, Dankeschön. Ich habe BDO zum Start gespielt, ich glaube zwei Tage, ganz bisschen. Mach das, Dead You Chill. Gönn deinem Hund ein bisschen Gassi gehen, Kakarino. Was ich gespielt hatte, war Arcage, habe ich kurz gezockt. Also das war kurz, glaube ich, so ein Monat. Aber ich habe halt immer parallel WoW gezockt und hatte ich nie Zeit für andere Spiele. Was ich jetzt auch mache, aber ich habe WoW von 12 bis 14 Stunden auf 5 Tage, 6 Stunden runtergebracht. Ungefähr. Und ich halte mir Montag und Dienstag immer frei, dass ich keine fixen Termine habe. Dass ich auch da meine Untersuchungen so einen Scheiß machen kann. Oder meine Impfung und sowas, dass ich halt dann optional auch sage, hey, jetzt kann ich was anderes machen.
Oh, ändern das. Ich glaube, dass dann schon, dass der, wenn du die beiden vergleichst, Warlord und Slayer, dass Slayer dann doch im Endeffekt mehr DPS macht, weil ist er nicht eine reine Damage-Klasse? Also kann ich das nicht zu 100% garantieren, aber von der Logik halt her. Weil Warlord ist ja doch eine Tankklasse. Sind sie nicht alle Klassen AOE-lastig eigentlich? Ist das denn? Eigentlich nicht fast egal. Ich gönne mir aber jetzt so ein Ding, scheißegal, komm. Brauche ich eh Stau. So viele Mobskill hier mal so einen Glanz gegönnt. Weil ich schon zu zweit sind. Einfach irgendwelche Mobs töten hier in der Gegend scheinen. Müssen wir hier runter oder was? Nee, oder? Hey, warte mal kurz, ich habe meine Dinger wieder vergessen. Schon wieder? Ich vergesse die immer. Hast auch gesnackt, ja wunderbar. Also ich glaube, ist nicht der Elementarist Nummer Uno, was angeht hier, Dingsbums? Max Damage und so? Also wenn du rein von Damage-technisch ausgehst, dann Slayer, wenn du die beiden vergleichst. Wie es im PvP aussieht, kann ich dir nicht sagen. Mit Warlord bin ich einfach gesnackt worden. Aber das lag daran, dass ich halt auch nicht wirklich Gear habe. Dann ein Schurke oder ein Mystiker hat in einer Sekunde 10k Damage gemacht. Ich hatte 200 gemacht. Also 10.000 gegen 200 ist schon krass, aber es ist ja nicht wirklich fair, dieses Arena. Es ist ja komplett random, was droppt oder nicht. Mit wem du zusammenkommst, meine ich. Kaputt, oder was? Ja, die ersten Level gehen super schnell. Ja. Du hättest aber, Pete, hättest du nicht überspringen können im Prolog? Instant Level 20? Oder geht es nur, wenn du auf dem gleichen. Scheiße, sind schon andere. Wenn du auf dem gleichen Server das machst? Weil er hat ja gerade eben einen Char erstellt und dann auf einem anderen Server, einen anderen Char noch. Vielleicht geht es nur auf dem gleichen Server. Kann ich mir vorstellen. Also das ist WTO, wie gesagt, ein oder zwei Tagen getestet, aber ja, wenn du, ich habe halt in jedem Spiel irgendwie WoW gesucht und wenn ich dann WoW nicht finde, habe ich es halt, mir nicht gefallen. Jetzt spiele ich halt beides und muss in dem Spiel, was ich spiele, in dem MMO nicht WoW suchen. Ich würde dann weiter zu der Quest. Hier. Oh. So kann ich das Spiel einfach hinnehmen, wie es ist. Das würde ich gar nicht sagen, ändern, dass es viel einfacher ist. Der Slayer pullt halt auch halt alles und tötet es sofort. Ähnlich wie halt. Eigentlich ähnlich wie alle. Ich weiß gar nicht genau, ob man es so vergleichen kann. Es hat aber doch mehr Tank, ne? Slayer tötet halt super schnell, macht mega viel Schaden. Und. Der Tank ist halt ein Tank. Also der ist halt, glaube ich, nie so geil im Schaden. Und oh, was habe ich gedrückt? Ich weiß gar nicht, die hier sind markiert, die anderen irgendwie nicht, keine Ahnung. Ja, hier die da auch. Jetzt holen wir einfach alle hier. Kann doch nicht so schnell laufen hier.
wunderbar. Was für alle hier, wenn wir zu zweit sind, passt das ja eh. Kann ich alles pullen hier. Du hast auch so ein Spell, der zusammenzieht, oder was? So wie ich? Okay, das ist wild. Jetzt habe ich keine Ahnung, wo ich jetzt genau hin muss hier. Lass mal ein Auto. Achso, hier. Warte, ich habe mal Autoreisen gemacht. Mystic, Ele und Warlord. Also, Mystic und Ele sind ja doch ein bisschen ähnlich, weil sie ja beide Fernkämpfer. Warlord ist ja ein kompletter Nahkämpfer. Ja, was präferierst du denn generell? Nahkampf oder Fernkampf? Oder was spielst du in anderen MMOs gerne? Möchtest du da so bleiben in deiner Komfortzone oder möchtest du was Neues ausprobieren? Alles, was du da, also Mystic, ich finde Rüstung hat mit Ele Mystic nicht so geil, ist sie immer nicht, würde ich es fast Cyberpunk-mäßig nennen. Ja, mit der Rüstung, es ist ja dann nur das Aussehen, oder? Du kannst im Endeffekt hier eh ein Outfit dir anders anziehen oder holen, ein Outfit. Ja, dann fällt der schon mal weg. Dann hast du ja schon mal nur noch zwei, die bleiben. Mystic oder Warlord. Ist am Tag schon schwer. Sind so viele da? Wo ist denn hier jemand? Ach, hier, der da. Leute. Ich brauche Töpfer, irgendwelche scheiß Kristalle hier von den allen. Du machst dir deine Entscheidung aber nicht leicht. Ich da lese. Also bei mir war es eh klar. Ich spiele in jedem Spiel Tank. Ich tanke in WoW 16 Jahre lang und dann ist klar. Habe ich Bock, finde ich geil. Für mich gab es keinen Plan B. Es ist jetzt nicht so krass wie in WoW. Heiler, Tank und Idee in den ersten Leveln, sagte man mir, aber später dann schon wichtiger. Also du brauchst halt diese Rollen halt dann. Aber nicht so krass klassisch wie in WoW, denn es kann ja jeder krass loaden. Es kann ja jeder viel Damage machen. Weißt du, also es ist halt... Du kannst ja als Heiler auch super Damage machen, durch den ganzen Bodeneffekte da. Mit dem Testen ist halt so eine Sache, du bekommst erst mit, keine Ahnung, mit 40 oder so, kriegst du erst die Skills so wirklich gepusht, die du halt dann haben möchtest. Und außerdem kannst du das Ganze erst testen, wenn du die epischen Skills hast hier. Nicht am Anfang. Am Anfang kannst du so ein bisschen reinschnuppern, ob das aussagekräftig ist. Ich habe bis Level 40 ganz anders gespielt, wie ich jetzt spiele. Andere Spells, andere Sachen. Also das ist nichts mehr zu vergleichen. Das ist ein ganz anderes Spiel. Genau, mache derbe Damage als Ziel. Ja, natürlich macht das nicht wenig. Natürlich macht das nicht wenig Damage. Natürlich nicht. Eh nicht. Du prügelst da rein und fertig. Du musst nur schauen, dass du halt deine Buffs aufrechterhältst. Also du... das geht alles. Ganz normal, eine Fähigkeit baut auf die andere Fähigkeit auf, wenn du dich da ein bisschen dran hältst und nicht nur verplant Tasten smasht. Dann ist alles easy. Also. Trotzdem habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass alle um mich herum mehr Schaden machen, aber ein Warlord, der halbes Jahr in Korea gespielt hat, gesagt, dass das kommt schon noch. Wenn ich alles so freigeschaltet habe und Gear und alles habe, ist das nicht so schlimm.
Ich muss mal gleich zumachen hier. Ich muss mal gleich kurz. Ich habe offen hier, es ist 0 Grad und es wird lang.